ein Schirm. Also zick nicht rum, ja. Rita! Hat er nur eine kleine Molle mehr als sonst. Mann. Naja, gut, zwei. Lass dich doch nicht so ziehen. Na los. Hey, was soll denn das? Hey, ich hab hier einen Hund. Und hier kommt unser nächster Fighter beim Slam im Kato. Hier kommt Alex, der Slamming Detective. Alex! Der Tag ist hin und die Nacht noch lang. Das Schweigen wird groß und Warten ist Zwang. Du wartest auf jenes, er wartet auf das. Warten, like Beckett, macht zero Spaß. Ich warte darauf, dass Leichen erzählen und darauf, dass Mörder gestehen. Ich hoffe darauf, dass Tod erwachen, dass Schuld und Sühne die Schatten verlachen. Jetzt warte darauf, dass du endlich gehst. Ich sehe dich lächeln, weil du nichts verstehst. Du denkst, das war Liebe? Ja, vielleicht war es das. Vor gut einer Stunde bleibst du, wird's Hass. Du willst mich besitzen und Besitz will regieren. Nur der, der nichts hat, der kann auch nichts verlieren. Rita ist ja schon. Sehe ja auch, dass deiner liegt. Nun lass mal. Oh Mann. Oh. Wie sieht denn der aus? Sie haben einen ausgefallenen Beruf. Beethoven? Mahlers Fünfte. Sehen Sie eigentlich hier? Du. Siehst du jemanden an, wenn er Männer getötet hat? Sicher. Ab jetzt kann alles, was du sagst, gegen dich verwendet werden. Prost. Prost. Wie viele Morde hast du? Ich habe seit 5 Stunden frei, weniger. Martin. Ich dachte eher von der Kripo her. Seid ihr mal im Dienst? Aber ja. Keine Freizeit, keine Hobbys, keine Freunde, zerrüttete Familie. Hm. Wie ist das bei dir? Na, ich bin Architekt. Na, dein Profil habe ich gelesen. Da weißt du ja alles. Du warst 3-mal verheiratet. Hey, woher hast denn du das? Ja? Ja. Vor 4 Stunden. Er hat noch gelebt. Polanski? Natürlich wird er rausgeholt. Tut mir leid. Das war's. Wie jetzt, das war's? Das kannst du nicht machen. Ich kann da jetzt nicht fahren. Ich hab was getrunken. Und außerdem regnet's draußen. Nicht meine Schuld. Nimm die Bahn oder ein Taxi. Bist du jetzt im Dienst? Du weißt doch. Wir sind immer im Dienst. Diesmal hätte ich es geschafft. Die waren richtig dran. Weißt du, was am größten ist? Wenn plötzlich ein Moment absoluter Stille eintritt, weil alle auf einen Schlag den Atem anhalten. Aber hörst du mir überhaupt zu? Diesen Weg hasse ich. Na, wenigstens kannst du ihn noch selber laufen. Unser Toter lag vor 2 Stunden noch auf dem OP-Tisch. Die Chirurgen haben alles versucht. Hey, was ist los? Verstehe. Dein Date. Coitus interruptus. Kann einen ganz schön mitnehmen, was? Du musst es ja wissen, Polanski. Hoffentlich hat der Leichenbeschauer bessere Laune als du. Nummer 13.
Hier geht's rein. Ich fasse zusammen. Klaus Henkel wird kurz nach 22 Uhr von einem Bürger namens Paul Breitner gefunden. 22.19 Uhr kommt der Notarzt und weist den Bewusstlosen in die Charité ein. 0.18 Uhr verstirbt Henkel an den Folgen eines schweren Schädelhirntraumas, verursacht durch gezielte Schläge gegen den Kopf mittels des berühmten stumpfen Gegenstandes. Der restliche Körper weist kaum Spuren von Gewaltanwirkung auf. Trotz der gemessenen 1,31 Promille kann ein Sturz als Ursache des SHT ausgeschlossen werden. Schlussfolgerung? Es handelt sich um Mord, beziehungsweise Totschlag. Möglicherweise, da bei dem Verletzten weder Wertgegenstände noch Geld gefunden wurden, um Raubmord. Die Spurensicherung untersucht gegen 2 Uhr den Ort, an dem der Verletzte gefunden wurde. Weserstraße, Ecke Fuldastraße. Neben 17 Kippen wird auch ein Hundehaufen eingetütet. Heroisch, bei dem Regen. Das Halsband. Richtig. Das Opfer hielt in seiner linken Hand ein zerrissenes Lederhalsband. Möglicherweise ein Andenken des Mörders. Am Lederband hing eine Münze. Dänisches Geld. Ein 25-Öre-Stück von 1968. 68? Fällt in dein Ressort. Der Name des Toten sagt dir nichts. Sollte er? Warte. Wir haben mal einen Fall besprochen, während der Ausbildung. Der zuständige Ermittler hieß Henkel. Ist nicht unser Mann. Oder? Henkel war Hauptkommissar bei der 6. Mordkommission Berlin. Seine Leute nannten ihn Matthäi. Matthäi? Dürrenmatt? Das Versprechen. Unser Toter ist ein Bulle? Du kennst Dürrenmatt? Der Koffermord. Das 14-jährige Mädchen. Der Mörder wurde nie gefasst. Genau. Henkel versprach den Eltern, den Mörder zu finden. Nach 6 Wochen lief er durchs Präsidium, als wolle er selbst einen Mord begehen. Nach 3 Monaten setzte ihn seine Frau vor die Tür. Ich glaube, sie lebt jetzt in Rostock oder Wismar. Die Tochter hat sie mitgenommen. 5% aller Morde bleiben unaufgeklärt. Das sind 5% zu viel. Ja. Henkel wurde mehrfach vom Dienst suspendiert. Alkoholprobleme. Schließlich ist er auf eigenen Wunsch entlassen worden. Das war vor 8 Jahren. Hin und wieder hat er sich als Detektiv betätigt. Du weißt ja bestens Bescheid. Die Berliner Kripo ist ein Dorf. In ein paar Monaten werden alle wissen, dass du schwul bist. Gewöhn dich schon mal dran. Wieso ich? Weißt du, woran er zuletzt gearbeitet hat? Nein. Vor dem Fall Jennifer hatte Klaus eine 100%ige Aufklärungsquote. Seine Verhöre waren berühmt. Wenn er nicht weiterkam, ließ er sich auf ein Zeichen hin anrufen. Er tat dann so, als wäre ihm gerade die entscheidende Information überbracht worden. Es klappte fast immer. Mit der Tour war nicht gerade Staatsanwaltsliebling, oder? Ein Geständnis ist ein Geständnis. Unser bislang einziger Zeuge gab übrigens an, er hätte mehrere Personen am Tatort gesehen. Nimm dir den nochmal vor. Aus! Halt's Maul, Rita! Aus! Feinrassige Danaltinerin. Was gibt's? Oberkommissar Polanski. Paul Breitner? Und nicht schon wieder, ja. Also wenn ich als Elektriker jede Arbeit doppelt machen würde, ja, dann könnte ich meinen Job gleich an den Nagel hängen. Sie haben den Verletzten gefunden? Wie geht's ihm denn? Nicht besonders. Er ist tot. Tot? Aus! Ja! Wo und wann haben Sie ihn gefunden, Herr Breitner? Das hab ich doch nur alles schon Ihren Kollegen erzählt. Ich höre. Wann? Wie wann? Ja, wann? Also ja, also ich und Rita, ja, wir gehen ja jeden Abend Punkt 10 nach Hause. Klaus Dieter, der Chef vom Triple 20, meint immer, Paul, nach dir könnte ich die Uhr stellen. Wir haben uns nur einmal geirrt nach Einführung der Sommerzeit. Also dieses Drehen da an der Uhr bringt einen total aus dem Biorhythmus. Also 4 Minuten brauchen wir vom Triple bis hierher, ne? Und da waren diese Meute. Aus! Rita. Früher war das anders hier. Kannten Sie Herrn Henkel? Er wohnte nicht weit von hier. Nee, das ist hier eine Großstadt. Ach was. Wo ist Ihr Halsband? Halsband? Das ist der Hund.
Wie oft haben Sie zugeschlagen? Herr Oberkommissar... Haben Sie gesehen, wie das Opfer geschlagen wurde? Nee, die waren schon fertig. Wie viele waren es? Haben Sie eine Person erkannt? Nicht wirklich, nur dass es Jugendliche waren. Was, Jugendliche? Ja, was weiß ich, 10 vielleicht. Hatten Schiss vor Rita. Ruhig, Rita. Hören Sie mal, die Lampe vor unserem Haus, ja, die ist seit 6 Monaten kaputt, da konnte ich sowieso nicht, das war Zappenduster. Sagen Sie mal Ihrem Chef. Wie viel Geld hatte der Verletzte bei sich? Wo ist der Schlüssel? Was? Spielen Sie eigentlich Fußball, Herr Breitner? Nee, ich spiele Skat. Links halten. Au! Jedes Mal, wenn ich die Wohnung eines Toten betrete, frage ich mich, was von mir bleiben wird. Ach, unser Kollege war nicht gerade ein Ordnungsfanatiker. Wer könnte den Fernseher gestanden haben? 2 alte Nachrichten. Nachricht 1. Montag, 16.38 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 100.000 Euro gewonnen. Melden Sie sich umgehend unter der Nummer 0900666666 und Ihre geheimsten Wünsche werden in Erfüllung gehen. Nachricht 2. Montag, 19.42 Uhr. Klaus, hier ist Irina. Ich konnte dich auf deinem Handy nicht erreichen. Ich muss dich unbedingt sehen heute noch. Bitte, ist es wichtig. Ruf zurück. Irina? Falls es nicht der Mörder oder irgendein anderer Besucher war, hat Henkel den Abi abgehört. Bleibt die Frage, ob Henkel diese Irina getroffen hat. Vielleicht verfolgte dein Matthäi eine heiße Spur im Fall Jennifer. Und der Mörder von damals hat reagiert. Mit einer Jugendgang als Auftragskiller, ja. Nach vollbrachter Tat ist die Gang hier rein, um aufzuräumen und zu feiern. Schöne Idee. Keine Musikanlage, kein Fernseher. Du hast recht. Jemand hat die Wohnung ausgeräumt. Nur der Computer ist noch da. Merkwürdig. Wieso? Dieses antike Teil kannst du nicht mal einem Dreijährigen andrehen ohne DVD-Laufwerk. Gut. Du schaust dich nochmal in der Weserstraße um. Und ich bringe das gute Stück inzwischen ins Präsidium. Vielleicht finden wir ja auf der Festplatte, was wir suchen. Was suchen wir denn? Antworten. Draußen steht was von 24 Stunden geöffnet. Der wird's wohl stimmen. Na dann. Ich nehme einen Kaffee. 99 Cent. Na, Sie sind ja günstig. Die einen sitzen auf Ihrem Geld, die anderen haben keins. Nur raten Sie mal, welche Sorte Leute hier im Kiez wohnt. Sie sehen auch nicht gerade aus wie ein Jackpot-Knacker. Presse? Mordkommission. Triple 20. Bedeutet der Name irgendwas? Bulle? Hab die Bude vor 2 Jahren übernommen. Hieß schon immer so. Hab's dabei belassen. Damit die Stammkunden nicht vom Weg abkommen. Paul Breitner zum Beispiel. Zum Beispiel. Paul und Rita. Von allen Pärchen, die ich kenne, sind die am längsten zusammen. Sind sie wirklich nicht von der Presse? Da quatscht man was und plötzlich steht's in der Zeitung. Hier. Oh, das war ein Oberbulle. Der Kaffee steht schon 3 Stunden. Wollen Sie nicht doch lieber was Frisches, ein Bier? 99 Cent? Nee, 1,49. Irgendwas mitgekriegt von der Sache gestern Abend? Es war nur eine Frage der Zeit, mal so was passiert. Das mit den Gangs wird immer schlimmer. Müsste man ausräuchern. Happy Slapping. Schon mal was von ihr gehört? Die hauen zu und grinsen noch dabei. Einfach nur so aus Spaß. Wie kommen Sie darauf, dass es eine Gang war? Von dem Abend ist so ein Haufen hier um die Häuser gezogen. Bei dem Wetter? Stört die doch nicht. Sind fix diese Kerle, zu Fuß, mit dem Messer, mit allem. Wohl bekommst, der arme Kerl. War zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich sage ja meinen Schäfchen immer, geht nicht vor Mitternacht nach Hause. Erstens schläft eure Olle noch nicht. Und zweitens sind die Gangs vor Mitternacht am aktivsten. Und Breitner? Der hat doch Rita. Wissen Sie, wie die sich nennen? Killer Boys, Schiller Gang, Rollberg Gang. Die hauen auch schon mal aufeinander ein. Finde ich gut, wenn die
Vor 2 Monaten hat einer von diesen oberschlauen Kiezläufern, diesen vom Senat bezahlten Gangbetreuern, den Versuch gemacht, 2 Banden auszusöhnen. Und? Was ist passiert? Na? Die sind zusammen losgezogen, aber wem erzähle ich das? Und haben Sie eine Ahnung, was für eine Gang das war? Können Sie mal einen Lutz fragen, meine Aushilfe. Der kennt einen von diesen Kieztypen aus dem Sonnenuntergang. Was grinsen Sie? Die Kneipe heißt nun mal so. Sorry. Lutz jobbt da gelegentlich, wenn Not am Mann ist. Der Typ ist ein Krimineller. Nicht Lutz, dieser Raschid. Kriegt einen Job fürs Nichtstun. Noch ein Bier? Happy slapping. Naja. Wo steckst denn du? Ich lauf gerade um die Häuser. Mit Schirm. Dieses Slapping ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung Berliner Jugendgangs. Die Gang zieht durch die Straßen und späht sich ein Opfer aus. Das Opfer wird angemacht und abgezogen. Einer wird bestimmt, der zuschlagen soll. Der Nächste nimmt die Tat mit der Handykamera auf. Vielleicht finden wir einen Clip im Netz. Ich habe mal unseren Psychologen angeklingelt. In unserem Fall könnte der zum Zuschlagen Bestimmte ein sehr unsicherer Junge gewesen sein. Möglicherweise war er noch nicht lange dabei und wollte beweisen, wie hart er ist. Der Beweis wäre ihm gelungen. Vielleicht war der Tod nicht geplant. Beim Slapping geht es in erster Linie um Bereicherung. Die Motivationsstruktur ist sehr komplex. Abgrenzung, Mutprobe, Hass, Selbstbehauptung, Macht. Wie kommt der Psychologe auf einen Jungen? Mädchen schlagen weniger häufig zu. Ach, hat er auch was zum Alter gesagt? 13 bis 15, vielleicht auch 16. Name und Adresse. Wieso habe ich das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst? Die Kollegen haben Henkels Telefonanrufe gecheckt. Nach dem AB-Eingang gab es nur einen ausgehenden Ruf, 21.17 Uhr. Das Telefonat ging an den Anschluss eines gewissen Wladimir Kraftschuk, Schwedenstraße, Wedding. Irina und Wladimir. Wie aufregend. Was ist mit dem Computer? Nehme ich mir schon noch vor, keine Angst. Das könnte ich auch machen. Ich fahre in den Wedding. Du kannst ja noch ein bisschen spazieren gehen. Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Meine Frau ist nicht da. Darf ich reinkommen? Ich muss zur Arbeit. Was arbeiten Sie denn, Herr Kraftschuk? Ich bin völlig legal hier. Ich bin Polier auf dem BBI Airport. Es ist dunkel und es regnet. Ja, und? In Deutschland muss alles ruckzuck gehen. Gestern Gerichtsurteil, heute Plan, morgen Baugrube, übermorgen fertig. Woher kommen Sie? Kann ich Ihren Ausweis noch mal sehen? Kriminalpolizei. Lemberg, Ukraine. Wollen Sie nicht wissen, weshalb ich Ihre Frau sprechen möchte? Sicher wegen der Aufenthaltserlaubnis. Weshalb denn sonst? Gibt es Probleme? Nein, wieso? Wo finde ich Ihre Frau? Sie ist unterwegs bei Ihren Kunden. Nicht, was Sie denken. So, was denke ich denn? Was alle denken, wenn sie Ukraine hören. Prostitution, Menschenhandel, Visamissbrauch, Klitschko, Orange Revolution. Die Revolution können Sie übrigens vergessen. Irina arbeitet als Hauswirtschafterin. Ein Herr Henkel hat gestern um 21.17 Uhr bei Ihnen angerufen. 21.17 Uhr. Ich war nicht hier. Sie kennen Herrn Henkel? Nein. Ihre Frau möchte sich bitte mit mir in Verbindung setzen, Herr Kraftschuk. Hier, meine Nummer. Wo waren Sie gestern zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr? Auf dem Bau. Und Ihre Frau? Irina war arbeiten. Was denn sonst? Raschid? Willst du was trinken? 2 Bier? Ich trinke nicht mit Bullen. Außerdem muss ich los. Du wirst von Vater Staat für die Betreuung der Gangs bezahlt, damit die keinen Unsinn machen. Eine Gang hat jetzt Unsinn gemacht und Vater Staat möchte ein paar kleine Infos von dir. Hey, bleib hier. Ich werde nicht von euch Bullen bezahlen. Nehmen Sie die Hand weg. Habt ihr Kiezläufer schon mal eine Gewalttat verhindert? Ja? Nein? Ich habe mir ein paar Infos zu deiner Akte durchgeben lassen. War ein langes Telefonat. Die Kids hören auf mich, weil ich ihre Sprache spreche. Du hast damals mit deiner Gang am Halleschen Tor rumgehangen. Drogen, Raub, Körperverletzung. Da sind immer noch ein paar Fragen offen. Es gibt zwischen den Kids und uns die ungeschriebene Abmachung, nicht mit euch Bullen zusammenzuarbeiten. Das ist eine Säule des Vertrauens.
Mit Vertrauen kenne ich mich nicht aus. Dafür mit Mord. Weserstraße. Sagt dir das was? Ihr habt null Ahnung, was los ist, ne? Wir haben Krieg, Mann. Berlin kommt auch noch dran. Wie Paris, wie Athen. Euren sozialen Frieden könnt ihr euch hinten reinschieben. Das schon mal gesehen? Nein. Der Tote war ein Ex-Bulle. Das Halsband hielt er in der Hand. Ja, vielleicht gibt's wirklich bald Krieg. So einen netten kleinen Bullenkrieg. Mit Razzien, Festnahmen, Abschiebungen, dem ganzen Programm. Ich gebe dir 24 Stunden. Dann werde ich ausstreuen lassen, dass du großartig kooperiert hast. Kann ich das nochmal sehen? Gern. Wie komme ich ran an die Gangs? Machen Sie Witze? Ich hasse Witze. Wollen Sie die langsame oder die schnelle Tour? Die schnelle natürlich. Lassen Sie sich einfach zusammenschlagen. Dieser Job ist schwieriger als eine Gratwanderung auf einer Rasierklinge. Besten Dank fürs Abholen. Ich dachte schon, ich müsste schwimmen. Hat die Surfabteilung was gefunden? Henkel ist nirgendwo im Netz aufgetaucht. Auch nicht als Hauptperson in einem verwackelten Kurzfilm. Mir gefällt nicht, wie du von Klaus redest, Polanski. Wie der das Halsband angeschaut hat. Dieser Typ weiß was. Wie würdest du ihn knacken? Mit Gelassenheit. Wir müssen klären, ob sich Irina mit Henkel getroffen hat. Sie war nicht da, laut Kraftschub. Und wer hat den Anruf entgegengenommen? Immerhin dauerte der 37 Sekunden. Warum hast du ihren Mann nicht ordentlich durch die Mangel gedreht? Zuerst will ich die Frau sprechen. Wenn diese Irina was gesehen hätte, hätte sie sich längst gemeldet. Na, vielleicht ist sie illegal hier und will nicht mit einem Verbrechen in Zusammenhang gebracht werden. Oder sie steckt richtig tief drin. Illegal? Auf das Wort habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich mache Schluss für heute. Diese Völkerwanderungen gehören zur Globalisierung wie das Wasser zum Ozean. Was hat das mit Illegalität zu tun? Die können doch gar nicht anders. Ich setze dich an der Ampel ab. Und dann solltest du auch nach Hause. Das wird dir gut tun. Nach Hause? Wie geht's eigentlich deinem Freund Sven? Du hast schon lange nichts mehr erzählt. Schlecht, hoffe ich. Was? Was willst du denn hören? Dass wir übermorgen heiraten? Also, wenn du mal drüber reden willst... Drüber reden? Ihr habt doch alle die Logorrhoe in den Genen. Wenn irgendwas ist... Alex. Was soll denn sein? Du bist gerade grün. Schön, dass du so schnell angerufen hast. Hasenheit ist doch okay, oder? Scheiße. An der Lederjacke erkennt man den Bullen auf 100 Metern. Quatsch. Halt dir keine Reden, Kiezläufer. Ich will nur den Mörder. Wenn ich den habe, kannst du wieder in Ruhe Steuergelder verprassen. Ey, ich mach das nicht wegen dem Geld. Natürlich nicht. Erstens. Ja, eine Gang war gegen 22 Uhr in der Weserstraße. Zweitens. Von den Kids hat niemand zugeschlagen. Drittens. Der Bulle lag schon am Boden. Ach was. Der böse Bulle lag schon am Boden und die lieben Kleinen haben Erste-Hilfe-Übungen gemacht, oder was? Bestimmt hat ihm auch jemand Händchen gehalten. Der mit dem Halsband vielleicht. Hast du den Namen und die Adresse, damit wir ein Dankschreiben schicken können? Okay, ich hau ab. Das Opfer kassierte mehr als 10 Schläge. Da war überall Blut. Eine Riesensauerei. Du weißt doch, wie sowas aussieht. Viertens, die Kids haben gesehen, wie jemand weggerannt ist. Na, wenn eine Gang ankommt, dann würde ich auch rennen. Unser Mann war wohl nicht schnell genug. Fünftens, sie haben ein paar Klingeln gedrückt. Niemand hat reagiert. Sechstens, verarsch mich nicht. Ich will Namen. Wo willst du hin? Bleib stehen! Rashid, stehen bleiben! Mein Gott, wie siehst du denn aus? Guten Morgen. Hast du was Schönes geträumt? Geträumt, ja. Aber nichts Schönes. Ich habe den Computer gecheckt. Na endlich. Kiezläufer gegen Antikcomputer. Antike zuerst. Kiezläufer? Ich hatte Besuch von Rashid. Wir haben uns ausgiebig unterhalten. Wieso grinst du die ganze Zeit? Erst du. Also, 5 Dateien waren passwortgeschützt. Ich habe sie weitergereicht an die Spezialisten.
Auf dem Computer befindet sich eine saubere Dokumentation zum Fall Jennifer. Unglaublich, wie sich Klaus in den Fall verbissen hat. Allerdings ohne Erfolg. Vor 3 Jahren hat er einen Schlussstrich gezogen. Ich weiß nicht, ob ich leider oder endlich sagen soll. Die Spur können wir jedenfalls vergessen. Weiter habe ich 7129 Bilder seiner Tochter und 153 Briefentwürfe an die Kleine gefunden. Klaus schrieb außerdem Gedichte. Es sind genau 283. Armer Kerl. Hat er eigentlich auch Briefe an dich geschrieben? Was soll das denn jetzt? Nur so. Also jetzt kommt's. Er war gut im Geschäft als Detektiv. Irina Kravtschuk war Henkels Klientin. Aha. Anrufursache geklärt. Worum ging es? Um verschwundene Putzlappen? Es ging um schlechte Zahlungsmoral, um Schulden. 3.500 Euro. Ein Kunde hat sich geweigert, Frau Kravtschuk auszuzahlen. Ein Dr. Freigang, Chefarzt am Klinikum Ernst von Bergmann. Mit Wohnsitz in Potsdam, Berliner Vorstadt am Heiligen See. Ja, es ist doch dieses Jauch- und Job-Armen-Ghetto von Potsdam. Henkel sollte helfen, das ausstehende Geld einzutreiben. Für 10% Erfolgshonorar. Laut seiner Einnahmeliste hat er 350 Euro erhalten. Vor 6 Wochen. Du meinst, er hat diesen Doktor unter Druck gesetzt? Vielleicht. Für ein Mordmotiv und zig brutale Schläge ist das alles ein bisschen dünn. Und 6 Wochen. Du fährst rüber. Entschuldige, aber der Doktor gehört dir. Rashid hat mir einen Tipp gegeben. Der Besitzer des Halsbandes heißt Mike Söder. 15 Jahre alt. Zuzug aus dem schönen Marzahn. Seit kurzem Mitglied in einer Gang namens Spinne. Ich besuche ihn nachher in der Schule. Wieso ruft Irina Kravtschuk Henkel an, obwohl die Sache längst abgeschlossen ist? Manche Leute haben eben ständig Probleme. Erinnerst du dich? Auf dem AB hat sie ihn beim Vornamen genannt. Du meinst, nein, keine Beziehungskiste, bitte. Und warum nicht? Herr Freigang? Dr. Freigang, das Wartezimmer ist nebenan. Ich bin nicht krank. Falsch. Wenn einer denkt, er ist gesund, dann weiß er nur nicht, dass er krank ist. Ich habe ein paar Fragen zu Frau Kravtschuk. Kommen Sie vom Finanzamt? Ich zeige mich hiermit selbst an. Das ging ja schnell. Hauptkommissarin Holz, Mordkommission Berlin. Ein Mann namens Klaus Henkel wurde vorgestern gegen 22 Uhr brutal zusammengeschlagen. Er starb wenig später an den Folgen seiner Verletzungen. Bleiben Sie bei Ihrer Selbstanzeige? Nein. Sie kannten Herrn Henkel? Henkel? So hieß doch dieser Privatdetektiv, der Frau Kravtschuk vertreten hat. Sie hatten Schulden bei Frau Kravtschuk. 3.500 Euro. Nein. Das heißt, ja, meine Frau hat die Geldangelegenheiten in der Hand. Sie hatte vergessen zu zahlen, das ist alles. Vergessen? Mehrere Wochen? Was für Arbeiten hat Frau Kravtschuk ausgeführt? Was so anfällt im Haushalt. Sie kam zweimal die Woche, Montag und Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Wann kann ich Sie treffen? Sie kommt nicht mehr. Wir haben, das heißt, meine Frau hat ihr gekündigt. Wissen Sie, ich kenne mich da nicht so aus. Der Haushalt ist Sache meiner Frau. Wo waren Sie vorgestern zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr? Vorgestern? Wir waren im Hans-Otto-Theater Potsdam, Schiffbauer Gasse, zusammen mit Freunden. Eugène O'Neill, eines langen Tages Reise in die Nacht. War nicht mein Fall. Jemanden, um den Verdienst zu prellen, das ist eher Ihr Fall? Irina, Frau Kravtschuk hat alles bekommen. Ich habe sogar noch was draufgelegt für ihren kranken Mann. Krankenhausaufenthalte sind in der Ukraine auch nicht gerade ein Schnäppchen. Aber sagen Sie das bitte nicht meiner Frau, das mit dem Geld. Herr Kravtschuk, krank? Was hat er denn? Frau Kravtschuk sagte was von TBC. Falls Sie mal die Absicht haben, in den Osten zu fahren, seien Sie vorsichtig. Tuberkulose und Hepatitis sind da hinten wieder groß im Kommen. Hauptkommissarin Holz? Er ist weg. Wer ist weg? Mike Söder. Er ist aus dem Fenster, Chemieraum. Ist ihm was passiert? Leider nein. War im Erdgeschoss. Was spinnst du? Der Junge ist 15. In England sind sie noch jünger. Das macht sie auch nicht besser. Ich fahr zur Wohnung der Söders. Soll ich schon mal die Fahndung rausgeben? Nein. PM, Potsdam Mittelmarkt. Viel Spaß auch beim nächsten Alleebaum. Was ist denn bei dir los? Überall Nazis, Altkommunisten und lange Kerls? Nein, nur jede Menge Rentner. Wie wär's mit einem Haftbefehl? Für Söder, meine ich. Noch nicht. Wir treffen uns vor dem Haus. Ich will dabei sein.
Mike ist ein anständiger Junge. Ihm fehlt vielleicht der Vater, aber dieser Mistkerl hat sich vor Jahren aus dem Staub gemacht. Den sollten Sie mal dran kriegen. Kennen Sie das Halsband? Das ist... Ja, ist Mike was passiert? Es ist alles in Ordnung, Frau Söder. Wissen Sie, wo Ihr Sohn jetzt sein könnte? In der Schule. Wo denn sonst? Und wo war Mike vorgestern Abend zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr? Hier, zu Hause. Also wir haben ferngesehen. Bond, James Bond, stirbt an einem anderen Tag. Wie passend. Sie sind vor 3 Monaten nach Neukölln gezogen. Ist das jetzt schon verboten? Wo arbeiten Sie? Wollen Sie sich über mich lustig machen? Mike wurde in Marzahn von der Schule geschmissen. Er hat einen Lehrer geschlagen während des Unterrichts. Ich habe mich beim Direktor erkundigt. Ja, dieser Typ wollte Mike fertig machen, vor der Klasse. Der Lehrer erlitt schwere Kopfverletzungen. Ihr Sohn benutzte einen Teleskop-Totschläger. Den hat er von einem Mitschüler. Mike ist Zeuge in einem Mordfall. Leider hat er sich in der Schule der Befragung entzogen. Weshalb? Ach, er ist abgehauen? Das hätte ich auch gemacht. Ey, was soll denn das? Ist das Mikes Zimmer? Kommen Sie raus da, das dürfen Sie nicht. Volltreffer. Handys, iPods, MP3-Player, ein Powerbook. 2 Fernseher. Ach, und hier, ein High-End-Computer. Alles dran. Gamer-Keyboard. Ja, den hat Mike von seinem Ersparten gekauft. Sicher. Schau mal hier. Ein Teleskop-Totschläger. Wir informieren die Spurensicherung. Befreiung ohne Revolution. Solidarisch kämpfen lernen statt individuell untergehen. Merry Crisis and a Happy New Fear. Da, was für dich. 1968. Die letzte Schlacht gewinnen wir. Bist du immer noch anfällig für Parolen? Selbst nach 20 Jahren noch? In Neukölln sind die Hauswände interessanter als jede Zeitung. Den Flyer habe ich vorhin eingesteckt. Punkkonzert, Freunde des Wahnsinns und KWA, Kanacken wollen alles. Wäre eine gute Gelegenheit, mal ein paar Leute kennenzulernen, ohne Gehhilfe einer Agentur. Wie wär's? Wieso hältst du? Du kannst mich nicht einfach rausschmeißen, es gießt. Ich habe ein Riesenloch im Bauch. Was? Das ist ein Dönergrill. Ich habe noch mit Frau Freigang gesprochen. Sie hat nicht gezahlt, weil sie Irina loswerden wollte. Wäre mit deren Arbeit nicht zufrieden gewesen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Ihr Mann war erst gegen den Rausschmiss. Aber letzte Woche hat er das Arbeitsverhältnis plötzlich von sich aus beendet und Irina gefeuert. Ich finde, die Karl-Marx-Straße sollte in Kebab-Straße umbenannt werden. Klar, und die Sonnen in Halbmondallee. Hauptkommissarin Holz? Ja? 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 Was? Ja. 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 Ja, ja. Ja. Lass mich raten. Henkels Kram steht bei Söder. Irina Kraftschuks Mann heißt nicht Wladimir, sondern Nikolai. Wegen mir kann er Ivan der Schreckliche heißen. Lass uns woanders essen. Wladimir hat einen Bruder, Nikolai. Irina ist Nikolais Frau und demzufolge die Schwägerin von Wladimir. Ich wurde hellhörig, als Dr. Freigang meinte, Irinas Mann sei schwer krank, TBC. Wladimir ist nicht krank. Bevor er eingestellt wurde, musste er zum Gesundheitscheck. Er raucht zu viel und hat Übergewicht, aber da Letzteres auf die meisten Europäer zutrifft, gilt das ja nicht als Krankheit. Döner. Wer weiß, was da drin ist. Die Bio-Company ist gleich um die Ecke. Folgende Annahme. Irinas Mann Nikolai ist krank und braucht Geld, um die medizinische Behandlung bezahlen zu können. Also macht sich Irina auf ins vermeintliche Paradies. Nikolais Bruder Wladimir geht mit, nimmt einen Job auf dem Bau an und schickt seinen Verdienst ebenfalls nach Hause. Sie wohnen zusammen, weil es billiger ist, und geben sich als Ehepaar aus. So gibt's keine Fragen. Und dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Irina verliebt sich. In Henkel? Wieso nicht? Klaus hatte das gewisse Etwas. Hört, hört. Nikolai daheim in der Ukraine muss um seine Geldquelle fürchten. Mal ganz abgesehen von der unangenehmen Situation, von der Frau verlassen zu werden.
Es gibt Kerle, die reagieren darauf ziemlich allergisch. Der TBC-kranke Ehemann fährt im ukrainischen Krankenwagen vor, schlägt mit letzter Kraft circa 10 Mal auf den Nebenbuhler ein und fährt anschließend mit Martinshorn und bei laufender Intensivbehandlung wieder von dann. Woher, Frau Hauptkommissarin, soll er von der untreuen Gattin gewusst haben? Von einer Hellseherin oder vom ukrainischen Geheimdienst? Von seinem Bruder. Weshalb hat sie sich nicht bei uns gemeldet? Vielleicht hat Nikolai seine Frau in Sicherheit gebracht. Bei dem Umwerfen der Männermaterial in Berlin und Brandenburg. Da gehe ich jetzt nicht ran. Wieso? Ich bin im Dienst. Ah, dein Date. Gib her, das übernehme ich. Oberkommissar Polanski? Herr Weniger, Frau Hauptkommissarin Holz ist im Dienst. Ja, geben Sie nicht auf. Versuchen Sie es später wieder. Der Kerl mag dich. Er war 3-mal verheiratet. Joschka Fischer 5-mal. Was ist mit dem Haftbefehl für Mike Söder? Tag. Einen Döner bitte mit doppelt Fleisch. Und was nimmst du? Falafel? Später, habe ich gesagt. Ja. Ja, ja. Ah ja? 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 Ja, ja. Ja? Ja. Ja, ging ja richtig schnell. Bei euch geht's immer schnell. Aber ja. Ein Nokia aus Mikes Sammlung ist definitiv von Henkel. Ein Nokia, mehr nicht? Mehr nicht. Kommen Sie mal in den Container, da kann man sich unterhalten. Jetzt kann ich den Ärger der Anwohner endlich verstehen. Naja, wenn wir wechseln, dann wird es noch besser. Der A380 soll auch mal hier landen. Sagen Sie mal, sind Sie tatsächlich von der Kripo? Mordkommission. Nee. Aber mit Leichen kann ich hier leider nicht dienen, nicht mal mit Schnapsleichen. Ein Stein, ein Kalk, ein Bier, wissen Sie? Ja, das war mal. Ich möchte Herrn Kraftschuk sprechen. Zu Hause konnte ich niemanden erreichen. Na, meinen Sie unseren Hilfspolier, Dr. Vlad? Dr. Vlad? Herr Kraftschuk, das ist unser erster Dr. Phil. Er hat ein Buch geschrieben über deutsche Philosophie. Hegel, irgend so ein Weltgeist. Zu Hause gab es keinen Job für ihn. Na, aber bei uns wird er wohl auch nicht alt. Er will kündigen? Nee, eher das Gegenteil. Bei der Betriebsfeier vor 3 Wochen, da hat er einen Kollegen ganz unphilosophisch verprügelt, weil der mit seiner Frau tanzen wollte. Glatter Nasenbeinbruch. Sie kennen Irina Kraftschuk? Nur Vlad hat sie nicht aus den Augen gelassen. Wo finde ich Herrn Kraftschuk? Er hat sich krank gemeldet. Seit wann? Oh, warten Sie mal. Muss ich mal nachschauen. Ja, seit vorgestern. Geh schon ran. Wo hast du das Fahren gelernt? Auf dem Bauernhof oder im Kiefernwald? Du brauchst doch mindestens 3 A's hinten drin. Was soll ich mit 3 A's? Die Spezialisten haben Henkels Dateien geknackt. Hier ist was schiefgelaufen, Katharina. Nicht jetzt, hör zu. Der Kiezläufer liegt mit Kopfverletzungen und 3 gebrochenen Rippen im Krankenhaus. Bist du noch dran? Ist er ansprechbar? Ja, ich will gleich rüber. Wenn dir Söder festgesetzt hätte. Du hast ihn entwischen lassen. Die Geschichte geht auf deine Kappe. Was? Unter Henkels Dateien ist ein sehr spezieller Videoclip. Aufgenommen mit einer Handykamera. Er zeigt unseren Dr. Freigang beim Sex. Mit einer Frau? Was denn sonst? Gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es ist definitiv nicht seine eigene. Irina Kraftschuk? Möglich. Und du besorgst endlich ein Foto von ihr. Ich habe bei der Spurensicherung nachgefragt. Die haben eine Einzahlung von 10.000 Euro auf Henkels Konto gefunden. Das Geld wurde 2 Wochen vor seinem Tod überwiesen. Wieso haben die nicht von sich aus Bescheid gesagt? Das habe ich sie auch gefragt. Und jetzt rate mal, von wem das Geld kam. Sicher nicht von der Pensionskasse. Sehr gut, Alex. Freigang war der Absender. Ich fahre noch mal hin. Du nimmst dir inzwischen Henkels Nokia vor und schaust die Nummern durch. Wir müssen Irina Kraftschuk finden. Was hat unser Polier gesagt? Er war nicht auf der Arbeit. Zu Hause ist auch niemand. Familie Kraftschuk ist abgetaucht. Genial geschlussfolgert, Herr Kollege. Jetzt nicht, ich muss zur OP. Akute Gallenblase. Herr Freigang, ich möchte wissen, wo wir Frau Kraftschuk finden können. Ich weiß es nicht. Na schön, wenn Sie mir bitte folgen würden. Frau Kraftschuk arbeitet nicht mehr für uns, das wissen Sie doch. Wie viel Geld wollte sie? Sie wollte ihren Lohn und gut. Wie gefällt Ihnen dieses Foto? Es ist aus einem kleinen Film.
Sie sind gut getroffen, finde ich. 10.000 Euro sind ein nettes Sümmchen dafür. Und wenn so eine Erpressung nicht mehr aufhören will... Frau Holz, bitte nicht auf dem Gang. Kommen Sie. Hier, das Zimmer ist gerade nicht belegt. Trocken, warm, Vollpension. Weckt das Erinnerung? Du hast 10 Minuten, mir alles zu erklären. Und wenn ich 10 Jahre hätte? Au! Was machen Sie da? Entschuldige, Rashid. Jetzt sind es nur noch 9 Minuten. Willst du was trinken? Hier, deine Schnabeltasse. Ey, was wollen Sie von mir? Ich will wissen, wer dich hier reingebracht hat. Und ich will wissen, was in der Weserstraße wirklich passiert ist. 7 Minuten. Au! Hey, was soll das denn werden? Wonach sieht's denn aus? Nein, nicht! Warum machen Sie das? Verdammt. Leg los. Wir haben Henkels Nokia gecheckt. Allein am Tag nach dem Mord wurde 6-mal angeklingelt. Es war Irinas Nummer. Da unter der Sonnenbrille, wird das ein Pfeilchen? Hast du dich noch nie gestoßen? Was ist mit dem Totschläger? Es wurden keine DNA-Spuren des Opfers gefunden. Was wenig besagt. Mike kann sich jederzeit Ersatz beschafft haben. Ich habe Irinas Nummer orten lassen. Das Handy ist nicht mehr in Deutschland. So, und dann? Sie saß am Morgen nach dem Mord in der 6-Uhr-Maschine nach Kiew. KLM. Ab Tegel. Haben wir einen Draht nach Kiew? Sicher. Henkel hatte übrigens auch deine Nummer. Na und? Wir waren Kollegen. Verstehe. Und da ist noch was. Henkel erhielt Stunden vor seinem Tod eine SMS von Irina. Lieber Klaus, es ist entschieden. Kann ich heute noch zu dir ziehen? I-Punkt. Nicht schlecht. Sie ist übrigens nicht die Frau auf dem Clip. Wie die beiden es geschafft haben, das Filmchen aufzunehmen, ist Freigang schleierhaft. Jedenfalls haben sie Freigang damit erpresst. Wollten 20.000 in 2 Raten. Die nächste Rate wäre vor 3 Tagen fällig gewesen. Hm. Immerhin passiert bei dem noch was. Wie meinst du das? Naja, fragst du dich das nicht auch manchmal? Ich meine, liegt es an uns? Oder macht einen der Beruf irgendwann beziehungsunfähig? Du solltest das da kühlen. Hast du den Doktor gleich mitgebracht? Sein Alibi ist wasserdicht, leider. Dann bin ich dran. Söder hat die Gang auf Rashid losgelassen. Ich denke, er hat auch Henkel auf dem Gewissen. Motiv? Boah, Habgier, Aggression, Geltungsdrang, such dir was aus. Ach ja, Vlads Handy konnte lokalisiert werden. In Karlsruhe gibt es eine ukrainische Community. Na endlich. Sag den Kollegen im Ländle, sie sollen ihn auf die Reise schicken. Schon passiert, Frau Kollegin. Schon passiert. Wo bleibst du denn? Sie sind da. Sie? Erst kam Dr. Vlad in Begleitung 2 Häuslebauer. 10 Minuten später spazierte Söder rein mit Mutter und Anwalt. Wir haben volles Haus. Söder? Ich habe Söder in die 11 bringen lassen. Kraftschuk sitzt in der 13. Söder oder Kraftschuk? Entscheide du. Söder war zur Tatzeit am Tatort. Handys, iPods, der Totschläger, das Halsband. Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung. 11. Also schön, wir nehmen die 13. Guten Morgen, Herr Kraftschuk. Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Wieso halten Sie mich fest? Was sollte das mit der Speichelprobe? Wir haben nur ein paar Fragen. Sie haben über Hegel promoviert? Über die Herr- und Knechtssituation in der Phänomenologie und über den Umkehrungscharakter des Verhältnisses. Schwierige Materie. Das ist ganz einfach. Darf ich rauchen? Sie kannten Klaus Henkel? Das haben Sie mich schon mal gefragt. Nein. Darf ich? Nein. Wir wissen, dass er für Ihre Schwägerin tätig war. Was für eine Schwägerin? Herr Kraftschuk, bitte. Ich habe Irina vorgeschlagen, die Hilfe dieses Privatdetektivs in Anspruch zu nehmen. Das war, als ein Kunde den Lohn nicht zahlen wollte. Dr. Freigang. Ja. Wie kamen Sie auf Henkel? Über einen Bekannten. Henkel hatte dessen Visa-Probleme gelöst. Wann bemerkten Sie, dass aus der Geschäftsbeziehung zwischen Ihrer Schwägerin und Henkel mehr wurde? Was meinen Sie mit mehr? Irina und Henkel wollten zusammenziehen. Wann hat sie Ihnen den Entschluss mitgeteilt? War das an dem Tag, als Henkel sterben musste? Haben Sie ihr gedroht? Wollte Irina deswegen mit Henkel sprechen? Wovon reden wir eigentlich? Die kannten sich doch kaum. Dr. Freigang hat keine Gelegenheit ausgelassen, seine Frau zu betrügen. Wer ist eigentlich auf die Idee mit der Erpressung gekommen?
Weiß ich nicht. 20.000 Euro. Haben Sie den Preis festgelegt oder Nikolai? Ich verstehe kein Wort. Wie haben Sie es genannt? Freikaufzahlung? Wir leben bei uns nicht mehr im Mittelalter. Sie haben sich wegen Irina geprügelt, während einer Betriebsfeier. Wieso eigentlich? Ich war betrunken. Na und? Hat sich wegen Ihnen noch niemand geprügelt? Irina hatte sich verliebt. In den Privatdetektiv, den Sie ihr empfohlen hatten. Die Chance, alles hinter sich zu lassen, noch einmal ganz neu zu beginnen. Wollten Sie das verhindern? Im Interesse Ihres Bruders oder in Ihrem eigenen, Herr Kraftschuk? Freigang. Freigang hat Henkel umgebracht. Einen Erpresser wie diesen Henkel wird man gar nicht anders los. Der hätte ewig weitergemacht. Wir haben Freigangs Alibi überprüft. Was ist mit Ihrem? Auf der Baustelle waren Sie nicht. Sie haben sich mit Henkel verabredet. Als er an jenem Abend 21.17 Uhr Irina sprechen wollte, gingen Sie ans Telefon. Anschließend fuhren Sie nach Neukölln. Mit der U8 braucht man 20 Minuten von der Osloer bis zum Hermannplatz. Neukölln! Am Montagabend war ich im Bett. Mir ging es nicht gut. Vor 3 Tagen haben Sie uns noch etwas ganz anderes erzählt. Ich wollte, dass Sie schnell wieder verschwinden. Und weshalb sind Sie untergetaucht? Ich habe einen Freund besucht. Am Morgen nach der Tat setzten Sie Irina in den 6-Uhr-Flieger Richtung Kiew. Weiß sie, was passiert ist? Der Flug war lange gebucht. Warum wollten Sie Henkel treffen? Ich war's nicht. Ich war zu Hause. Wollten Sie Henkel zur Rede stellen? Was ist dann passiert? Hat er Sie ausgelacht? Hat er Ihnen nicht zugehört? Was? Sie haben zugeschlagen. Einmal, zweimal. Henkel stürzte, stand wieder auf. Sie schlugen wieder zu. Erst als sich Leute näherten, ließen Sie von Henkel ab. War's so? Ich war's nicht. Kann ich jetzt gehen? Wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag? 40? 50? Ja. 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 Ja, danke. Das Labor hat 17 Kippen, die am Tatort gefunden wurden, auf DNA-Spuren untersucht. Und diese mit Ihrer DNA-Probe verglichen. Möchten Sie etwas sagen? Herr Kraftschuk. Herr Kraftschuk. Wir haben zusammen gelebt. Gelebt. Ist das nichts? Wir wollten neu anfangen. Zusammen. Dann. Ich habe ihn ihr vorgestellt. Ich habe sofort gesehen. Schon beim ersten Mal. Ich sage nichts mehr. Nichts. Drei Stunden noch. Dann landet die Maschine aus Kiew. Du könntest Frau Kraftschuk fragen, wie man ohne Partneragentur durchs Leben kommt. Lieber nicht. Unser Dr. Phil hat gestanden. Trotzdem... Der Junge war es nicht. Begreif das endlich. Ein Geständnis... Ist ein Geständnis, ich weiß. Mit Söder lag ich aber auch nicht schlecht. Die Gang hat nicht mal die Wohnung ausgeräumt, Herr Oberkommissar. Apropos Geständnis. Wart ihr eigentlich ein Paar? Du und Klaus? Du bist wirklich hartnäckig. Ja, wir waren mal zusammen. Geht's dir jetzt besser? Nicht wirklich. Wie dieser Söder uns angegrinst hat. Mit 15. Was er erzählt hat, hat mich überzeugt. Er wollte helfen. Indem er Henkel das Handy klaut? Schöne Hilfe. Warum gibst du dem Jungen keine Chance? Würde er dir eine geben oder mir? Ich hab da noch was. Die Anzeige von Rashid, das ist deine Sache. Es ist wegen Sven. Ich könnte deinen Rat gebrauchen. Hast du keine Angst vor meiner Logorö? Hauptkommissarin Holz. Martin, hallo. Oh, du hast dich letztens erkältet? Oh, ach, genau, ich bin im Dienst. Was? Barenboim dirigiert Mahlers Fünfte? Du hast Karten? Warte, ich könnte vielleicht unter gewissen Umständen, ja, 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 ich komme. Mahlers Fünfte. Dieser Martin war 3-mal verheiratet.
Halt mir den Rücken frei. Nur heute. Aus! Ritter, aus! Herr Oberkommissar. Ja? War natürlich ein Ausländer. Habt aus der Zeitung, alle Gangster. Als die Gang abzog, haben sie den Verletzten die Wertsachen und den Schlüssel abgenommen. Unmittelbar nach Henkels Abtransport sind sie in dessen Wohnung eingestiegen. Die Adresse entnahmen sie dem Ausweis. Sie haben eine scheiß Fantasie. Also wenn ich als Elektriker... Wir haben jede Menge Fingerabdrücke gesichert. Wenn ich Ihre bitte haben dürfte, Herr Breitner, hier drauf. Aber die Sachen werden doch eh nur im Sperrmüll gelandet. Henkel war nicht tot. Aber so gut wie. Hab jetzt noch Albträume, so wie der aussah. Dieser Gangster hat eure ganze Arbeit geleistet. Wissen Sie, wer hier der Gangster ist? Was? Hi. Ich möchte heute den Text eines anderen Schreibers vortragen. Klaus Henkel ist sein Name. Klaus wurde Opfer eines brutalen Verbrechens. Gestern war sein Begräbnis. 8 Wochen vor seinem Tod schrieb er den folgenden Text. Meinst du nicht auch, dass die Erinnerung nur ein schwarzes Stück Papier ist? Eine Fotomontage? Aus Nacht und Nacht und Nacht. Ein über die Stunde gelegtes Tuch. Endlos. Von hier nach hier. Von der Schwere eines aufragenden Vorhangs zwischen 2 Bergen in einem Gehirn, das dich denkt und auswirft. Und die Summe deiner Tage halbiert und halbiert. Einfach so. Kaltfront. Kriminalhörspiel von Wolfgang Zander. Es sprachen Katharina Holz, Eva Krüll, Alexander Polanski, Alexander Kuhn, Martin Weniger, Rainer Schöne, Paul Breitner, Ilja Richter, Wladimir Kraftschuk, Grigori Kofmann, Rashid, David Hamade, sowie Fritz Anker, Rosa Enzkat, Sven Lehmann, Klaus Manchen, Susanne Papavasiliou, Irina Potapenko, Kolja Reichert und Martin Seifert. Ton Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz Theresa Schomburg. Dramaturgie Juliane Schmidt. Komposition Michael Rodach. Regie Andrea Ghetto.